trotz Angst in ein neues Land auswandern und dann nach scheinbar unmögliche Ideen möglich machen. Der Werner bleibt an seinen Ideen dran und hat dabei sicher auch immer wieder eine Portion Glück. Er fasziniert mich schon länger und ich teile mit ihm die Liebe für LA und grenzenlose Ideen. Ich bin Katharina von Mind You und freue mich, dir heute im Podcast Mind Your Own Way einen inspirierenden Mensch vorzustellen. Ich bin Gina Werner und herzlich willkommen im Podcast Mind Your Own Way. Heute darf ich das Gespräch mit dir führen. Du und dein Leben inspirieren mich sehr. Einerseits, weil du in LA lebst, aber auch andererseits, weil du sehr kreativ als Creative Director in einer Werbeagentur arbeitest und sogar einen goldenen Löwe von Cannes gewonnen hast für einen Werbespot. Das sind ja die Oscars der Werbebranche. Aber dazu später noch mehr. Zuerst möchte ich wissen, wie es dazu gekommen ist, dass ein Jugendlicher, der aufgewachsen ist in Frien, zuhinterst hin in der Surselva, in LA landet. Ja, merci vielmals für die Einladung. Freut mich. Von Frien auf LA, das ist, sind ja ganz nah beieinander, oder? Ist okay. Nein, ich weiss, das ist eine Frage, die viele sich fragen. Ich bin dort aufgewachsen, bin dann in der Sekundarschule, ein Jahr noch in Islands, Schule gemacht und dann ins Lehrerseminar in Chur. Und zwar ist meine, die Jahre, die Teen Jahre, die sind ein bisschen schwierig gewesen für mich. Ich habe ein bisschen unter Depressionen gelitten, habe mich nicht so gut gefühlt. Was eigentlich so ein Ausläufer war in meiner Kindheit, ich habe immer ein bisschen das Gefühl gehabt, irgendetwas stimmt mit mir nicht. Ich habe immer ein bisschen mehr Angst gehabt, wie ich das angenommen habe, dass die anderen Kinder das sind. Die haben irgendetwas einfach so gemacht und ich habe immer so, ist einfach irgendwie zu viel Angst gehabt. Ich habe dann gedacht, wenn ich mal 15 bin, ist das dann fertig. Da wächst man da aus dem raus. Es ist eigentlich anders gekommen. Ich habe eigentlich mehr Angst gehabt. Das wird die Teenjahre sind dann sehr, ja, schwierig gewesen noch eben. Aber im Lehrerseminar haben wir Psychologie gehabt. Mhm. Und das ist natürlich, wenn ich auf Frien rausgehe, bin ich habe nie das Wort gehört, oder? Wir sind pur gewesen, wir haben geschafft, wir haben Religion ist sehr wichtig im Leben, wenn du Probleme hast oder redest mit Gott oder so. Das hat mich dann sehr fasziniert. Ich habe dann gedacht, oh, okay, da ist noch viel mehr irgendwas wie dabei noch, wo man könnte schauen, warum das es da ist, warum ich mich so fühle, oder? Und habe dann angefangen zu lesen. Ich habe dann Bücher gelesen. Und ich habe, das ist glaube ich zwischen dem ersten und dem zweiten Jahr für die Sommerferien, habe ich mir gedacht, okay, jetzt tust du einfach Bücher besorgen. Bin in dieser Buchhandlung reingegangen und habe mir Bücher rausgesucht. Und eins davon, ich muss sagen, in Hindsight. Rückblickend. In Rückblickend, ja. Ja, mein Schweizerdeutsch eben. Ist nicht so, so gut. Rückblickend ist es. Einfach hatte ich so Glück gehabt, weil ich habe das Buch heisst The Primal Scream, geschrieben worden von Arthur Janoff. Und ich habe es natürlich auf Deutsch gelesen und der deutsche Titel ist Der Urschrei. Mhm. Und das ist also in der Ende 60er Jahre ist das geschrieben worden. Der Janoff hat das geschrieben mit seiner Frau zusammen, mit Vivian. Und das ist damals, das haben wir natürlich nicht gewusst, aber damals ist das ein sehr wichtiges Buch gewesen. Das ist wahrscheinlich in fast allen Sprachen übersetzt worden, irgendwann einmal Anfang 70er Jahre. Der John Lennon, ganz auch prominente Leute, ich meine John Lennon, oder, sind auch in Therapie bei ihm. Also um was geht es denn im Buch? So, in dem Buch geht es um, also Patienten schreiben, wie es ihnen geht, und dann er schreibt auch, warum und so, er erklärt, warum das irgendwie so ist, und also dann auch die Therapie, wie er denen hilft. Das ist für mich natürlich etwas gewesen. Erstens habe ich mal gewusst, okay, jetzt bin ich nicht der Einzige auf der Welt, der so fühlt, weil ich bin sehr, sehr verschlossen gewesen. Das ist eigentlich das Problem gewesen. Weil ich mit niemandem haben können reden über alles, was in meinem Kopf und Herz und alles läuft. Oder? Das ist ein bisschen kulturell wahrscheinlich bedingt. Oder weiß ich, es ist so. Meine Eltern, meine Mama, die hat schon immer irgendwas gesagt, hey, wenn etwas ist, kannst du schon zu mir kommen. Oder so. Aber
Aber dann ist dann irgendwie, die Lösung ist dann immer Gott gewesen eigentlich. Und ja, wir haben, sie hat das halt auch nicht gewusst, oder? Die von ihren Verhältnissen, die haben nie über so Sachen geredet, oder? Das, früher haben wir das ist eine völlig andere Welt gewesen, oder? Ja, ich kenne das auch. Ich bin ja auch in einem kleinen Dorf aufgewachsen. Genau, kennst du das, oder? Ja. So die Erlösung von dem Gefühl, dass ich der Einzige bin, wo irgendetwas nicht stimmt. Das war schon mal gut gewesen, oder? Mhm. Habe ich gewusst, okay. Das hat mir dann auch geholfen. Ich habe das Buch noch einem Kollegen geschenkt. Oder er hat es gekauft. Ich weiß nicht. Wir wissen nicht mehr, wer was gemacht hat. Wenn wir darüber reden, das ist so weit weg. Das ist fast 40 Jahre jetzt. Ja, auf jeden Fall das. Und dann das Zweite, das super wichtig ist, war eine Lösung. Weil viele von den Büchern, die ich gelesen habe, haben einfach so Beschreibungen gehabt von psychologischen das und psychologischen das. Aber es hat keine gute Lösung gehabt, die mir irgendwie in meinem Kopf irgendwie geklickt hat, oder? Ja. Und das hat voll eingefahren. Also da habe ich gedacht, das macht jetzt völlig Sinn, dass es so ist. Und dann bin ich natürlich, oder ich bin Freund und in Kur gesehen und denkt, okay, ich habe Angst, auf Zürich zu gehen, ich kann nicht allein, oder? Ich gehe nicht auf Los Angeles, das ist ja praktisch unmöglich. Aber ich glaube, schlussendlich die Angst nicht zu gehen, ist grösser gewesen, als die Angst zu gehen. Ich habe dann Adressen herausgefunden, mal einen Brief geschrieben, um zu fragen, ob es irgendwie auch etwas in Europa gibt und so. Auf absolut gebrochenem Englisch, weil ich habe sehr wenig, ich glaube ein Jahr Englisch gehabt im Lehrerseminar. Und das sind, ich war der einzige Bub in jeder Klasse. Und ich hatte so Angst gehabt, um etwas zu sagen in dieser Klasse, mit 19, glaube ich, Meitlen. Ich habe nichts gesagt das ganze Jahr. Auf jeden Fall, unerwartet habe ich eine Antwort gekriegt. Doch, wenn Sie interessiert sind an Therapie, dann können wir einen Termin machen und so. Und ja, natürlich, das ist natürlich gesagt, ja, okay. Und das war in L.A. gewesen? Ja, genau. Weil die hatten mal etwas in Paris, aber das war in den 70er Jahren gewesen. Und das wäre jetzt so in 89 gewesen. Also habe ich einfach gesagt, okay, jetzt mache ich einfach alle Schritte, dass ich machen muss, damit ich gehen kann. Und wenn ich am Schluss irgendwie halt nicht gehen kann, dann gehe ich halt nicht. Ich habe ein Ticket gekauft, habe ein Hotel organisiert, ich habe meine Stelle dann auch so, ich habe 6 Monate Schule gegeben, Freunde noch, aber ich habe das so gemacht, dass ich eben gesagt habe, okay, ich muss dann bis dann und dann darf ich nicht mehr aufhören. Und so weiter. Und dann einfach Englisch gelernt, wie verrückt. Und dann am 24. März ist es, glaube ich, 1990 bin ich auf Zürich und in den Flieger gestiegen und über New York auf Los Angeles. Ich weiß noch, es war 11 Uhr am Abend. Da fliegt man so wahrscheinlich so 15 Minuten einfach über Lichter von der Agglomeration von Los Angeles rein. Das ist natürlich schon Angst einregend gewesen, oder? Bin dann gelandet und habe ein Taxi genommen zum Hotel. Und der Taxifahrer hat einen ganz natürlichen Akzent gehabt und ich habe kein Wort verstanden. Aber ich habe es geschafft, bin im Hotel angekommen. Und dann habe ich aber so, das war 3 Wochen so Intensivtherapie gewesen. Das ist eigentlich, damit die mich irgendwie können kennenlernen und so. Und dann habe ich einfach, nachher hat das Leben dann schnell angefangen. Ich konnte natürlich nicht im Hotel leben. Ich musste auch andere Leute getroffen, das sind Leute von überall von der Welt gewesen. Einer war Deutscher, der mit mir angefangen hat, einer war von England und der andere war Amerikaner. Und der Amerikaner hat irgendwie gewusst, wo man was wie macht und so. Und wir vier haben dann irgendwie eine Wohnung gefunden, in einem ganz schlechten Quartier, wo es Drogen und alles Zeugs gab, auf der anderen Seite der Straße und so. Aber wir haben von dem irgendwie nichts mitgekriegt, am Anfang zumindest. Ja, das ist dann, so habe ich dann irgendwie, das hat dann lang gedauert, bis ich irgendwie Fuß auch gefangen habe in Los Angeles. Weil der Kulturschock war so extrem gewesen, oder? Aber ich habe zur Therapie gegangen, das ist dann schnell mal so ein Anker geworden.
wo ich können, ja, all die Probleme, die beim Leben halt aufkommen, habe ich darüber können reden und so. Und das hat mir dann auch geholfen, über andere ältere Sachen so zu aufarbeiten. Ausschaffen und so, genau. Und so, ja, aus 6 Monaten sind dann ein Jahr geworden, haben das mein Visum verlängert. Nach einem Jahr war ich ein bisschen illegal dort gewesen, bis ich dann mit die Green Card Lotterie gewonnen habe. Das war natürlich ein super Glück gewesen. Ah, hast du gewonnen? Das habe ich gar nicht gewusst. Doch. Das hat natürlich alles irgendwie möglich gemacht. Weil vorher musste ich einfach schwarz arbeiten und habe mich nicht einfach auf, wie zahle ich meine Rente, meine Wohnung für die nächste Woche oder den nächsten Monat. Das war mein grosses Problem gewesen, oder? Aber dann, wenn ich das mal hatte, dann konnte ich denken, auch karrierweise, was mache ich denn jetzt mit meinem Leben eigentlich? Und dann habe ich so angefangen, ja, einen ersten Job und dann so, und, you know, habe dann im Lehrerseminar gewusst, wie mit dem Macintosh, weil als Lehrer konnte ich nichts machen praktisch, oder? Meine Sprachkenntnisse waren nicht da und hätte ich auch irgendwie noch müssen Sachen dazu machen. Aber es hat mich auch nicht interessiert, ich habe schon im Lehrerseminar gewusst, dass eigentlich Lehrer nicht mein Ding ist, obwohl es irgendwie auch geniessen. Aber auf lange Sicht habe ich das nicht irgendwie gesehen. Ich habe auch nicht gewusst, was aber. Und darum sind dann ziemlich viele Jahre so, wo ich einfach versucht habe, herauszufinden, was ich eigentlich machen will. Und eben über die Arbeit mit dem Graphics vom Macintosh und meine Fotografie. Und so bin ich dann irgendwann mal in einer, als Production Artist. Also wir haben dann einfach so Print-Ads zusammengestellt im Computer und wir haben dann mal einen Job gekriegt in einer Werbeagentur in Los Angeles. Und dort habe ich dann gedacht, okay, ich will nicht nur diese Ads zusammenstellen, ich will die auch selber machen. Und dann habe ich in einer Klasse angefangen. Das ist einfach, hat der Bookshop geheißen. Und Bookshop ist so Portfolio. Schaffst du auch an deinem Portfolio, und wenn du ein Portfolio hast, kannst du dann gehen und die bewerben, oder? Und das ist dann auch wahrscheinlich 2 Jahre gegangen, aber am Schluss habe ich ein super Portfolio gehabt, als Student natürlich. Wir haben, glaube ich, Kollegin und wir haben das Best of Show, International Best of Show, Student Show, irgendetwas gewonnen. Das ist natürlich gut angekommen bei den Agenturen und so. Und dann hat mein Lehrer, der war Lehrer, der hat bei Saatchi und Saatchi geschafft als Creative Director. Und er hat gesagt, er wähle mich und noch eine andere Kollegin von mir von der Schule, dass wir reinkommen und zum Interview. Haben wir dann auch gemacht und es hat uns super gefallen und dann hat er uns den Job gegeben. Seit 1999 arbeite ich bei Saatchi und Saatchi. Guten Arbeitgeber in dem Fall. ja, super. Ja. Ich habe ja am Anfang auch angesprochen, dass du noch einen goldenen Löwen gewonnen hast. Und der Weg war ja nicht ganz so einfach dorthin. Du hast auch für deine Ideen kämpfen oder für deine Ideen dort. Ja, ich habe ein paar goldene Leute gefunden. Ich muss wissen, von welchem du redest. Das mit dem Space. Oh, mit dem Space Shuttle. Okay, ja. Das war dann ein bisschen später in meiner Karriere. Das war in 2012. Ist das gsi 2011. Mein Kollege und wir sind dran gsi. Wir haben also die Aufgabe war, eine Kampagne zu schaffen für den Toyota Tundra. Das ist der Truck von denen, das ist der ganz starke, oder? Viel Kraft und so. Und wir haben einfach an dieser Kampagne geschafft, einfach Tag und Nacht irgendwie versucht, etwas aufzuschaffen, dass gut ist und so. Dann bin ich im Auto auf dem Weg daheim und dann habe ich immer NPR gelost, National Public Radio. Oh, ja. Und dort sind News gekommen, eben, dass der Space Shuttle Programm von NASA, dass das aufgelöst wird. Und zwar, dass die drei oder vier Space Shuttle, die dann noch noch geprüft worden sind, oder dass die dann an Museen vergeben werden. Und dann natürlich in meinem naiven Kopf habe ich gedacht, hey, Space Shuttle, also die tun das wahrscheinlich so irgendwie so reinfliegen. Und dann, wenn es das irgendwie ziehen daher, könnte man das irgendwie an dem Truck anbinden und einfach daher ziehen. Das war natürlich ein sehr naiver Gedanke gewesen. Aber es hat irgendwie gegriffen in meinem Kopf, oder?
Und dann habe ich am nächsten Tag natürlich gesagt, oder, hey, könnten wir das machen? Das wäre doch hier, das wäre doch eine Idee. Wir könnten den Space Shuttle doch mit dem Tundra ziehen, oder? Und ich weiß noch, mein Kollege und mein Chef haben einfach gesagt, so, ja, vielleicht, ja. Und dann einfach weitergemacht, weil es ist ja eine verrückte Idee, das kann man nicht, oder? Und das ist dann bei mir irgendwie aber eingebohrt gewesen, habe ich dann angefangen, das zu recherchieren, wie machen die das eigentlich und so. Haben dann irgendwie einen Newsclip gefunden, wo einer das genau erklärt hat. Und dann bin ich nochmal zum Chef gegangen und gesagt, hey, die Idee, die sollten wir, glaube ich, noch ein bisschen nachgehen oder so. Und dann hat er gesagt, ja, mach mal einen Comp auf dem Ding und dann bringst du es zum obersten Chef. Und dann habe ich das gemacht. Der Kollege und ich haben das gemacht, sind beim obersten Chef gegangen und dem seine Augen sind, oh my God, hey, können wir das machen? Geht das? Das ist ja super, hey. Und wir, ja, weil wir haben so geschaut, wie man so grosse Flugzeuge, oder was die werden ja mit diesen Dingen hier am Flughafen irgendwie umgezogen, oder? Ja. Haben wir im Internet geschaut, was die für Motoren haben und dann irgendwie verglichen, das mit dem Motor von dem Truck. Und ja, es könnte passieren in unserem Kopf, oder? Dann haben wir noch den Spezialisten, der Produktspezialist von dem Truck noch gefragt. Und er, ja, eventuell, ja, vielleicht so. Auf jeden Fall war es eine lange Geschichte. Also der CEO, der ganz oberste Chef in der Agentur, hat Wind davon gekriegt. Und er hat die richtige Verhältnis gehabt mit dem Klient, mit Toyota. Er hat einen gekannt, weil Toyota hat auch das Museum sehr gesponsert. Die haben immer so auch jedes Jahr Gelder gegeben, damit sie das irgendwie, das ist dann ein anderer Teil von dem Verhältnis von Toyota gewesen. Und weil er das Verhältnis gehabt hat mit ihm, ist es natürlich leichter gegangen, zu dem Museum zu gehen und zu sagen, hey, wir haben diese verrückte Idee, wären ihr interessiert daran? Und das Museum ist, ich muss sagen, es hat so viel Glück, wie eigentlich ein sehr Glücksbild. Ja. Es hat sehr viel, so viel Glück gebraucht, dass diese Idee gemacht worden ist. Weil das Museum hat ein Problem gehabt. Sie haben eine Firma gehabt, wo das Space Shuttle vom LAX, also vom wo man einfliegt in Los Angeles, ja, im Flughafen, zum Museum bringt. Aber das Ding, das ist so ein Remote Control, wie sagen wir dem? So ein riesen Ding mit Joystick. 80 Rädern oder so, also sehr schweres Ding. Und es gibt eine Brücke, wo über das 405 Autobahn geht. Und über die Brücke, die haben gesagt, also die zuständige Behörde haben gesagt, da dürfen wir nicht drüber mit dem Ding. Das ist viel zu schwer. Da besteht die Möglichkeit, dass die Brücke könnte zusammenstürzen. Also haben sie eine andere Lösung müssen finden eigentlich für das. Und das ist, wo wir dann reingekommen sind. Wir haben gesagt, wir könnten das Space Shuttle auf einen anderen, wir könnten einen Dolly bauen. Und wir können das Space Shuttle vom anderen, von dem grossen Ding da, auf dem Dolly einfach umwechseln. Und dann ziehen wir das überziehen und dann können wir es wieder auf das andere umwechseln und weiterfahren. Was ist ein Dolly? Dolly ist so ein, wo man Sachen drauf tut, zum Also nicht Toyota. Das ist einfach so ein Mechanismus, wo man hat das. Es hat einfach auch 16 Räder wahrscheinlich und einfach nicht so schwer. Und dann haben sie das mit einer Krane irgendwie übergebracht und da drauf da. Ja, ich meine, das sind dann 6 Monate, wo ich einfach nur für die Arbeit gelebt bin. Das war Tag und Nacht gewesen. Wir mussten testen. 2-3 Mal müssen testen. Wir sind Behörden noch dabei gewesen und so. Dann haben wir einen Regisseur eingestellt, der die Storys dann erzählt. Oder dass man das, wie tun wir das filmen? Weil eigentlich ist das etwas, das vielleicht 9 Minuten dauert, wo wir das überziehen. Aber wir, und das ist live. Wie machen wir da Story für das Internet, für das und das ganze Zeugs und so. Und das haben wir dann geplant, obwohl wir
die Bewilligung, die endliche Bewilligung, die schlussendliche Bewilligung, dass wir das überhaupt dürfen machen, ist erst am Tag gekommen, wo der Space Shuttle dort war. Aber. Und, ja, es ist also Glückspilz Nerven. Werner. Nerven. Wie sagt man? Nailbiter ist es gewesen, ein absoluter. Es hat funktioniert auch, es hätte ja auch nicht können funktionieren, weil man weiß nie. Ich meine, das hat 300, ich weiß nicht, ob das metrische Tonnen sind oder nicht, aber es hat auf jeden Fall unheimlich schwer gewesen. Und der Truck, das ist ja normalerweise so für 10'000 Pounds. Aber natürlich, wenn es gratis ist, oder, das haben wir natürlich schon ausgerechnet, dass es möglich ist. Oder. Wir haben gewusst, dass es die Kraft hat, weil wir haben das testet vorher. Aber am Tag, alles kann schief gehen, oder? Aber es hat funktioniert. Und das ist natürlich so als Event-Ding, ist das natürlich riesig gewesen, oder? Ich weiß es nicht, ob wir drei oder vier, fast vier Gold Lions haben wir davon gewonnen in verschiedenen Kategorien so. Eindrücklich. Ja, mega spannend. Und das zeigt auch, dass es sich auch lohnt, wenn man eine Idee hat, zum dranbleiben. Und dass auch wenn der Erste vielleicht Nein sagt, gleich auch noch weiter zu suchen. Jetzt habe ich noch eine abschliessende Frage. Was macht der Werner glücklich? Oh man. Ich bin eigentlich glücklich. Ich habe Glück, dass ich meine Kreativität kann irgendwie ausleben kann. Meine Familie macht mich natürlich auch glücklich, meine Frau, mein Sohn, unser Sohn. In die Schweiz gehen, das ist natürlich etwas, was mich sehr glücklich macht. Ja, ich habe noch ein paar so Seitenprojekte, die ich auch noch mache, das macht mir auch sehr glücklich. Ich spiele auch Euphonium noch dazu, einfach zum Plausch. Und eben sonst habe ich noch die Projekte, die ich noch mache. Ein Buch gibt es jetzt, da sind wir jetzt dran, um das zu machen. Und vielleicht gibt es noch das zweite irgendwann. Ja, mega spannend. Ich glaube, du musst noch mal im Podcast gehen. Vielleicht, wenn du nächsten Sommer wieder da bist, dann kannst du dann über deine Buchprojekte schwätzen. Okay. Danke vielmals, Werner. Es war mega spannend. Ich habe auch wieder Neues gelernt, was ich noch nicht gewusst habe von dir. Danke vielmals. Sehr gern geschehen. Danke dir. Wie der Werner zeigt, lohnt es sich, an einer Idee dran zu bleiben und sich nicht verunsichern zu lassen, wenn etwas nicht auf Anhieb klappt. Dass Glück auch nicht nur von allein kommt, sondern dass es auch immer wieder mutige Schritte durch die eigenen Ängste braucht, zeigt seinen Lebensweg von einem kleinen Dorf ins Land von scheinbar grenzenlosen Möglichkeiten. Hat dir der Podcast gefallen? Wir freuen uns, wenn du unsere Kanäle auf Spotify, YouTube und Social Media abonnierst. Und uns mit Likes und Kommentaren zeigst, dass du noch viel mehr von uns und unseren inspirierenden Gästen hören möchtest.